Einen nerdigen Dienstag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zurück bei Nerddings. Heute gibt es wieder eine Top 10 Liste und zwar meine Top 10 Spiele, die ich 2016 spielen will. Und los! Auf Platz 10 haben wir den neuen Hitman-Teil und ich bin da schon gespannt drauf, weil Hitman Absolution habe ich gespielt und das ist so ziemlich das Singleplayer-Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Von der neuen Generation jetzt mal Siedler und so weggelassen. Und ich bin einfach gespannt drauf, weil ich bin in Hitman Absolution nie wirklich so sneaky vorgegangen, sondern habe eher so die Haut-drauf-Methode benutzt. Und ich bin einfach gespannt, wie sie diesen Teil weiterentwickeln. Und deshalb auf Platz 10 meiner Top-Spiele 2016. Aber in meiner Top-10-Liste gibt es diesmal nicht nur neue Spiele, sondern auch alte Spiele, die ich aber spielen will. Und zu denen gehört zum Beispiel Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations. 3 habe ich schon gespielt auf der Wii U. Habe ich von einem Kumpel ausgeliehen. Und ich habe so eine Collection, wo alle Teile drin sind. Aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe schon zweimal versucht, den ersten Teil anzuspielen. Habe dann immer nach einer Stunde aufgehört und irgendwann waren dann meine Spielstände immer wieder weg. Aber das nehme ich mir für 2016 vor, das durchzuspielen. Auf Platz 8 haben wir South Park. Wie ist der ganze Name? Hier, da habe ich es stehen. South Park The Fractured Butthole. Und zwar habe ich da den ersten Teil South Park The Stick of Truth in einem Let's Play gesehen und mir das tatsächlich ganz angeguckt von Pete's Meat. Sehr zu empfehlen. Und fand ich sehr witzig. Ich mag auch diesen schwarzen Humor in der Serie total gerne. Und deshalb bin ich einfach gespannt auf das zweite Spiel. Will das dann auch endlich selber mal spielen. Dieses geniale Abenteuer, wie ich es beim letzten Mal fand. Und solange der Humor auch nur annähernd so gut ist wie beim letzten Mal, wird es ein gutes Spiel. Auf Platz 7 ist Need for Speed, das neue Need for Speed, ist unglaublich gehypt gewesen auf der Gamescom. Die Stände waren unglaublich lang und da ich ja auch Fan von Rennspielen und auch gerade von der Need for Speed-Reihe bin, freue ich mich da auch sehr drauf und es macht einfach immer wieder Spaß, vor Bullen wegzujagen, vor allem online mit Freunden. Aber ich glaube leider, dass es irgendwie in die Tonne setzen werden. Aber ich freue mich trotzdem drauf, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf Platz 6 ist Far Cry. Und zwar nicht nur Far Cry Primal, obwohl ich das Setting sehr cool finde, so in der Steinzeit, sondern insgesamt alle Far Cry-Teile, weil Far Cry ist einfach Open World und ich will diese Spielemechanik ausprobieren. Es muss ja so geil sein, weil ich da schon so viel von gehört habe. Und diesen Teil, ich würde es nicht unbedingt Gaming-Geschichte nennen, aber es ist schon ein Teil der Geschichte von Gaming. Also doch Gaming-Geschichte will ich miterleben. Kommen wir in die Top 5 und auf Platz 5 ist H1Z1, aber nicht das normale Spiel, sondern Battle Royale. Und ich weiß nicht, was den Reiz an diesem Spiel ausmacht, aber irgendwie die Spielmechanik und die gute Grafik und das bugfrei sein kann es nicht sein, weil das ist es nicht. Aber es ist unglaublich gut, es hat mir Spaß gemacht, ich habe schon mit ein paar Freunden gespielt und bin da auch weiterhin gespannt auf spannende Matches gegen andere Leute und ja, ich werde einfach werde ich der Erste sein. Jetzt haben wir wieder ein neues Spiel und zwar haben wir da Tom Clancy's The Division. Und wir waren da auf der Gamescom 2014, haben da einen Trailer gesehen, wo auch ein bisschen was gespielt wurde und wir wurden unglaublich gehypt, genau wie so ziemlich der ganze Rest der Gaming-Welt. Und ich mag es einfach so, dieses strategische Vorgehen mit in einem Squad, so dieses Kompetitive, das Kommunikative, wie man auch bei Rainbow merken sollte und bei CS, was ja im Moment so meine Top-Lieblingsspiele sind. Ich bin extrem gespannt drauf, glaube aber, dass es ein bisschen überhyped ist und dass da viele von enttäuscht sein werden. Aber ich hoffe, dass es die Erwartungen auch nur im geringsten erfüllt. Auf Platz 3 haben wir GTA 5, was nicht so ganz passt von der Zahl, aber trotzdem eine super Platzierung ist. Das Spiel habe ich schon gekauft und habe es auch schon gespielt und habe es auch ganz viel online gespielt mit meinen Freunden, bis ich dann ein Apartment hatte und Heists machen konnte. Aber dann ist es irgendwie abgebrochen, weil ich ein bisschen schade finde. Und deshalb müssen wir noch ganz viele Heists spielen und auch online sowieso weiterspielen. Aber tatsächlich reizt mich bei diesem Spiel auch mal die Singleplayer-Kampagne, obwohl ich sonst ja so gar nicht der Singleplayer-Typ bin. Auf Platz 2 haben wir Battlefield 5. Ich glaube, das ist noch der Work-Titel. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Und ich bin einfach Fan von der Battlefield-Reihe, von dieser Grafik und von der Spielmechanik, wie es funktioniert, von dem Klassensystem und. Geil. Ich
bin totaler Fan von Battlefield 3 und Battlefield 4, habe da insgesamt 300 Stunden oder so, ist vielleicht nicht die Megazahl, aber für mich schon relativ hoch. Und ich hoffe einfach, dass genauso gut wird wie die vorherigen Teile, aber ein bisschen Innovation wäre auch nicht schlecht, sodass man nicht wieder ein Battlefield 4 nur im Remake hat oder so. Und insgesamt wünsche ich den Machern auch einfach nicht so einen verbuggten Start wie bei Battlefield 4, beziehungsweise ich muss es denen ja nicht wünschen, die müssen einfach nur dafür sorgen. Und das hoffe ich, weil sonst macht es das Spiel kaputt. Und auf dem unglaublichen Platz 1 ist Rainbow Six Siege, wie ja auch schon in meinen Top-Spielen. Es ist einfach genial, diese Spielmechanik, dass man im Team zusammenspielen muss, verschiedene Leute besser Wände wegsprengen können und Spezialfähigkeiten haben und und ich hoffe einfach, dass wir da mal ein volles Team zusammenkriegen, sodass ich immer mit meinen Freunden spielen kann. Und ja, super Spiel, immer noch meine Meinung und werde ich 2016 auch ganz viel spielen. Das waren meine Top 10 Titel für 2016. Was sind eure Top 3 Titel für 2016? Was wollt ihr unbedingt spielen an alten oder auch an neuen Spielen? Schreibt es unten in die Kommentare. An der Seite kommt ihr dann zu meiner letzten Top 10 Liste. Das waren meine Top 10 Spiele und darunter kommt ihr zum letzten Gameplay Highlights und Lowlights Video mit Rainbow Six Siege. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen nerdigen Dienstag. Tschüss!